Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Weg zum Shogun. Und ihr glaubt nicht, wie lange es heute gedauert hat, bis ich endlich zu diesem Satz kam. Heute hat mich einfach schon alles davon abgehalten aufzunehmen. Jetzt ist 9:30 Uhr, aber ich kann dann endlich mal anfangen. Und eine Sache noch, ich habe jetzt mir endlich die Mühe gemacht und eine Excel-Tabelle angelegt mit Leuten, die noch eben Einheiten wollen. Die werde ich irgendwann mal vorlesen und da solltet ihr dann halt korrigieren, ob ihr auch wirklich draufsteht. Weil, wenn ihr einen Kommentar zum Beispiel zu einem älteren Weg zum Shogun-Teil schreibt und zum Beispiel der Christi oder Yannick öffnet den Kommentar vor mir, wird der mir nicht mehr angezeigt und dann kann sein, ich übersehe den. Und ich werde den die Tage mal, beziehungsweise das ist schon Part 7, oder? Ja, ich werde den Part 9 mal vorlesen oder in Part 8 und dann guckt ihr halt, wenn ihr dann nicht auf der Liste steht, obwohl ihr was geschrieben habt, schreibt sie einfach nochmal. Und Part 10 wird dann Special Part, wo mal wieder ein paar Einheiten neu zugeteilt werden. Es gibt natürlich auch Menschen, die etwas ändern wollen. Beispiel Silvio Hirsch will eine bessere Kavallerie. Da muss man jetzt drüber noch diskutieren, ob man das macht. Aber ja, ihr könnt natürlich auch Änderungsvorschläge bringen. Aber das sage ich, glaube jedes Mal. Ich werde jetzt einfach mal hingehen und mal wieder ein Gefecht führen, in der Hoffnung, dass wir diesmal die Yari-Kavallerie freischalten. Beziehungsweise, ich glaube, ich kann es mal vorlesen. Also, Steven Must möchte eine neue Einheit, dann jemand, dessen Vorname ist, ich gerade leider nicht aussprechen kann. Er möchte aber eine Einheit namens der Türke. Kann man machen, wo muss man sich halt auf ein paar Kommentare einstellen. Dann noch Pascal Hoffmann, der möchte eine Genata Kriegsmönche. Und Marco und eine ewig lange Zahl dahinter. Die habe ich mir jetzt aufgeschrieben und Silvio Hirsch will eben eine neue Kavallerie. So, da haben wir jetzt einen normalen Gegner. Ich sollte aufhören, immer beabsichtigt zu lispeln, sonst gewöhne ich mir das echt noch an. Okay, jetzt machst du auf. Ich habe mir sagen lassen, komm, was machen wir? Können wir wieder so ein bisschen. Komm, wir machen nochmal die Überfalltechnik. Die hat schon mal relativ gut funktioniert. Zunehmen wir die Voku-Kämpfer und die Bogenschützen. Wo sind sie denn? Die Banditen, dann natürlich unsere OP-Kavallerie. Ein bisschen Yari Ashigaru. Wo sind sie denn? So, drei Stück. Und dann noch die Long Yari Ashigaru am besten. Nee, das ist ein bisschen too much. Nehmen wir zwei und dafür noch eine gute Einheit. Die Kavallerie scheint echt OP. Die scheint echt heftig. Wir müssen eigentlich nur durchhalten. Muss man jetzt wirklich überlegen. Habe ich denn nicht noch irgendwo Bogenschützen? Irgendwo wäre... Jojo, ich benutze dich irgendwann mal. Nur halt nicht gegen einen normalen Shogun-Spieler. Hey, ich habe doch irgendwo noch Bogenschützen. Wo sind denn die? Achso. Ey, First Strike Army, der ist halb tot. Ey, das ist ausnahmsweise, das klingt jetzt vielleicht böse, aber das ist tatsächlich voll gut. Dann kann ich den benutzen. So, und dann nehmen wir jetzt vielleicht noch eine normale Einheit Bogenschützen mit. Das ist jetzt blöd. Ach komm, wir nehmen mal die Bogenschützen hier nicht mit. Dafür die Voku-Kämpfer hier. Und, noch einmal Bogensamurai hier. Und Long Yari Ashigaru da. So, die sind jetzt ein bisschen zu teuer. Dann nehmen wir die hier eben weg und benutzen dafür. Ups, nee. Die hier. Verdammt! $20! Sein Ernst? Long Yari Ashigaru, was können wir da anstatt dem mitnehmen? Komm, nehmen wir noch eine Einheit Lehnschwert. Ah, nee, die bringt es halt echt nicht. Nehmen wir nochmal eine Einheit von denen mit und dann für $200 habe ich doch bestimmt noch irgendeine billige Einheit. Ach was, komm, wir nehmen eine leichte Einheit. Wir nehmen eine berittene Naginata mit, so. Noch ein bisschen Kavallerieunterstützung, das sollte passen. Da versuchen wir jetzt mal mit dem Überfallangriff mit der OP-Kavallerie den Feind auf Distanz halt mit den Yari Ashigaru. Mit der Kavallerie eben dominieren. Gleichzeitig mit dem Bogenschützen ein bisschen unter Druck setzen. Das kann funktionieren. Muss aber nicht. Also einmal ist bis jetzt mein Plan gut aufgegangen und zwar ungefähr so ein ähnlicher. Da haben mich ja auch ein paar Leute gelobt. Ist auch ganz nett. Ich meine, sonst verkacke ich ja immer nur. Aber naja. Ich habe übrigens auch aufgeschrieben, wer welche Einheit hat. Also jede einzelne. Dafür habe ich ewig gebraucht, weil die Einheiten teilweise so komische Namen haben. Und die kann man natürlich nicht copy-pasten. Aber naja. Das habe ich eigentlich gemacht, damit ich mit den Einheiten schneller zurechtkomme und sie nicht immer so lange raussuchen muss, so wie gerade eben. Aber irgendwie, ja, ging es voll in die Hose.
Übrigens vorher, da wollte ich auch meinen PC, wollte ich ihm aufnehmen, da hat mein PC irgendwas Komisches gemacht, da wollte ich ihn so einen Zentimeter weiter verschieben. Und dann ist das Kabel rausgehüpft. Und so Zeug ist halt schon passiert, oder mein Hund kam auf einmal rein. Übrigens auf unserer Facebook-Seite seht ihr ein paar Bilder von dem Hund, weil viele wollten ja, dass ich mal ein paar Bilder poste, beziehungsweise zeige, und ich denke, Facebook-Seite ist optimal dafür, weil da sehen es die Leute, die es interessiert, und die, die es nicht interessiert, die sehen es halt nicht. Jetzt können wir auch mit dem Voku-Kämpfer mal gucken. Wir können jetzt auch mal Nachladegeschoss, nee, wird den Nahkampf- und Sturmangriff. Und da wird die Moral. Wir gehen definitiv auf Nahkampf- und Sturmangriff. Wir stellen die Voku-Kämpfer hier rein und positionieren die Kavallerie auch auf der rechten Seite. Perfekt. So. Und da ist Nahkampfangriff, Sturmangriff haben wir wahrscheinlich auch. Ja, da haben wir einen Bonus drauf. Da haben wir jetzt unsere 34 Elite-Einheiten. Da gucken wir halt, dass wir auf Distanz bleiben. Rechts außen haben wir jetzt die Yari Ashigaru. Ich würde eigentlich rechts außen die Long Yari Ashigaru. Aus dem Grund, dass die weil die Schlacht wahrscheinlich nach rechts verlagert wird. Zumindest gehe ich davon aus. Und ja, General dahinter. Bogenschützen können wir mal da stehen lassen, dass der Gegner sie nicht instant sieht. So, und die Voku-Kämpfe müssen wir halt wie immer einzeln auswählen. Was nehmen wir damit ein? Ja, genau, Moral. Ja, kann man haben, braucht man jetzt aber nicht. Ist natürlich gut, aber da ich halt auf Elite-Einheiten setze, die fliehen sowieso nie. So, das ist jetzt natürlich nicht schlecht. So, jetzt werden die instant enttarnt, aber das ist ja egal. Beziehungsweise alle Einheiten werden enttarnt, weil ich mir habe sagen lassen, dass Einheiten, die rennen, sowieso nicht getarnt sind. Also ja, passt. So, der geht jetzt darüber zu meinen Voku-Kämpfern wahrscheinlich. Ah ne, tatsächlich nicht. Okay, wir können auch mit dem Voku-Kämpfer die mal so ein bisschen beschäftigen. Einfach nur, dass meine Kavallerie in Ruhe rüberkommt. Okay, der weiß, leichte Kavallerie, General. Leichte Kavallerie, ah, der hat keine Chance. Der zieht sich, glaube ich, auch komplett nach rechts rüber. Ups. Okay, dann position mal die Beritte Naginata-Kämpfer da und die weiter hinten. Die jetzt mal ein bisschen schöner und zwar so ungefähr. Die Gegner marschieren darüber. Das bedeutet, wir bringen unsere Bogenschützen weiter rechts in Position. Dass da ein bisschen mehr Ärger machen können. Okay, er zieht keine Schützen rüber, das bedeutet meine Voku-Kämpfer, die können ganz viel Spaß haben. Hatten sie ja schon mal. War ja ganz unterhaltsam. So, und ich weiß nicht, was sie sich erhoffen. Oh, die haben da tatsächlich Krieger dran. Da haben wir im Nahkampfangriff 20. Ja, okay, ich habe auch ein bisschen was. Ich glaube, der weiß nicht, auf was der sich da gerade einlässt. Das weiß er, glaube ich, wirklich nicht. So, meine Elite-Kavallerie nimmt natürlich auseinander. Jetzt die Naginata-Kämpfer noch im Rücken. Das ist natürlich godlike. So. Dann die Naginata-Kämpfer in den Rücken. Und wir jetzt versuchen, mit der Elite-Kavallerie seinen General zu meucheln. Seine Armee spreizt sich eigentlich immer weiter auf, das ist gut. Wenn jetzt im Moment nicht aufpasst, dann geht der richtig schnell drauf. Meine Voku-Kämpfer, okay, die sind jetzt mittelmäßig gut gegen die Krieger-Nonnen. Jetzt wusste ich aber, dass die ziemlich stark sind. Dort, wir versuchen jetzt eher den Naginata noch seinen General zum Fliehen zu bringen.
komm, der General, der. Wir setzen halt echt auf diese Kavallerie und jetzt muss der General fallen. Das ist jetzt sozusagen ein Tausch. Die Einheit gegen General. Perfekt. Und wenn wir die jetzt noch irgendwie wegkriegen, da. Ist natürlich nicht schlecht. Ist natürlich sehr fraglich, wie sinnvoll das war. Gebe ich ehrlich zu. Aber sein General ist tot. Das bedeutet, so viel können die jetzt nicht mehr aushalten. Aber ich habe jetzt ein Problem. Und zwar, dass ich nur Yari Ashigaru habe. Ist natürlich sehr fraglich, wie sinnvoll das Ganze gerade war. Gib's ehrlich zu. Ziehen wir uns mal ein bisschen zurück, weil wir haben ja immer noch den Vorteil, dass wir eben viel weiter schießen können als die. Das muss man natürlich auch ausnutzen. Okay, das war jetzt ein bisschen komplizierter alles. Jetzt wären die Moraltruppen dann. Wäre die Moral nicht mal so schlecht, weil wir jetzt gleich hingehen werden und in aufgefächerte Position rüberlaufen und die Longyari Ashigaru hinterher und die machen den Feind dann fertig. Soweit in der Theorie. So, wir suchen jetzt aus der Distanz ein paar von den Lundenschloss Ashigarus zu meucheln. Ich meine, der Plan an sich ist aufgegangen, aber mit so viel Verlust, dass wir jetzt nicht mehr wirklich Einheiten zum Kämpfen haben. Ist natürlich dann sehr, sehr fraglich. So, mit seiner Reichweite von 100 Meter muss der jetzt erst gar nicht vorrücken. So, wir ziehen uns jetzt schnell zurück, bevor die in Reichweite kommen. Und wenn der flieht, in dem Moment jag ich dann seine Bogeneinheiten mit meinem General. So, wir lassen jetzt einfach meine Einheit noch ein bisschen schießen. Natürlich haben wir jetzt vor der Epicness, also meine Elite-Kavallerie, gnadenlos verloren. Natürlich nicht ganz so geil. Okay, wenn er jetzt natürlich intelligent ist, benutzt er die Lundenschloss Ashigaru gegen meinen General. Jetzt motivieren wir mal uns selber, geht das? Fuck, fuck, fuck. Okay, ja, die Lundenschlösser, die treffen. Ist natürlich schlecht. Ey, ey, was lauft denn ihr da jetzt nicht? Ihr müsst da schon noch ein Stück weiter, das wisst ihr, oder? Ey, seit wann treffen die denn so heftig gut? Okay. Egal, zwei fliehen. Wenn jetzt natürlich mein General auch drauf geht, dann war das ein bisschen schlechter Tausch. Okay, der trifft auf die Distanz niemals so gut wie ich mit meiner. Vielleicht auf Dauer wird das von bei ihm nichts. Okay, jetzt habe ich das Problem, dass ich einfach keine Munition mehr habe. Beziehungsweise einmal können sie, glaube ich, noch schießen. Da sparen wir uns jetzt die Brandpfeile auf. Okay, hat auch noch Yari Ashigaru. Das bedeutet, wir werden da jetzt aufgefächert rüberstürmen. Und uns auf verschiedene Flanken verteilen. So, jetzt stellen wir sie auch ein bisschen zusammen, dann treffen sie mich nochmal ein Stück besser. Was haben die da? Yari Ashigaru, okay. Jetzt greifen wir natürlich mal einen Fluss an, das ist natürlich richtig scheiße. Aber wir haben den Moralbonus, bedeutet, das können wir vielleicht doch bringen. Ich hasse es, wenn man auf einen General setzt.
Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die gute Nahkampf-Stats haben. So, wir müssen jetzt leider noch in Sperrwandposition bringen, sonst macht das alles keinen Sinn. Wenn es gut läuft, verursachen wir jetzt eine Massenpanik. Jetzt noch in letzter Sekunde in feste Position. Die Longyari Ashigaru tun tatsächlich ein bisschen was. Und der Moralschock hat gewirkt, auch wenn wir... Also die vorderen Yari Ashigaru haben ziemlich viele Männer verloren. Aber das war es natürlich auf jeden Fall wert, diesen Schock hier auszulösen. Diese Kriegernonnen, okay, diese könnten jetzt noch ein Dorn im Auge sein, auf jeden Fall. Ja, das sind jetzt Yari Ashigaru, die rücken da mit Sperrwandmodus vor. Ich meine, davon müssen da halt auch ab und zu mal welche sterben, ist das alles kein Problem. Schickt man da jetzt noch meinen General, um ein bisschen was zu meucheln, beziehungsweise den schicken wir jetzt gleich hinten in der Flanke rum. Machen dann damit die Kriegernonnen fertig. Die gerade eben massiv Truppen verlieren. Beziehungsweise wir reiten hier mal noch schnell vorbei und geben Moralbonus. Komm, Yari Ashigaru, wenn sie laufen, können sie nichts anrichten gegen meine Kaff. Oh fuck, okay, die können doch was anrichten gegen meinen General. Kann ich gleich mich selber motivieren? Wieder, damit meine Einheit nicht flieht. Und B, ich dann noch ein bisschen Nahkampfbonus bekomme. Um gleich den Yari Ashigaru in den Rücken zu fallen. Was dann hoffentlich eine weitere Massenpanik verursacht. Und die Lundenschloss da hinten gleich zum Fliehen bringt, bevor die zum Schuss kommen. Oh mein Gott. So, wir hoffen jetzt einfach mal, dass er nicht auf unseren General schießt. Ja, sieht nicht so aus. Wir haben ja bei unserem General extra Geschwindigkeit geskillt. So, okay, da hat er keine Chance. Ja, ich will immer meinen General kämpfen lassen, wenn er rückt, oh ja, Blutmod. Weil dann, ja, geht der, beziehungsweise steigt eben schneller im Rang auf. So. Teurer Sieg. Das war, ich muss ehrlich sagen, der Tausch mit allen, also ich habe seine Moral halt zerstört. Muss man das ganz klar sagen. Ich habe meine Kampfeinheiten alle geopfert, um seine Moral zu zerstören. Das ist an sich, wenn der General weg ist, Shogun ist ein heftiger Schlag. Das Problem war jetzt, dass ich meine kompletten Kampfeinheiten verloren habe. Aber, das muss man einfach sagen, dadurch, dass ich eben seinen General so früh ausgeschalten habe und seine Kavallerie und alles schon geflogen ist, bedeutet, die halbe Armee tot war und der General weg war und ich noch den Moralbonus hatte, das war der einzige Grund, warum es mir gelungen ist, mit meinen Yari Ashigaru seine komplette Armee auseinanderzunehmen, weil das schafft man sonst nicht. Okay, ich hatte noch einen Nahkampfbonus und einen Moralbonus, aber ich muss ehrlich sagen, das war jetzt wirklich nicht schlecht. Also, ja, war extrem knapp, aber wir haben es dann noch geschafft. Wir sind es leider nicht aufgestiegen. Wir haben die Yari-Kavallerien freigeschalten. Also im Endeffekt die ja, das Frühausschalten des Generals hat dann doch zum Sieg geführt. Und wir haben noch gerade so gewonnen. Jetzt habe ich bloß einen kleinen Einflusspunkt erhalten. Brennende Naginata-Krieger. Gut. Also wenn jemand noch eine will. Ach komm, machen wir es einfach so. Steven Mast möchte ja eine. Kann ich den von der Liste streichen? So. Bam. Kriegt der eben die Elite-Einheit hier. Und ja. Dann wird es freigeschaltet. Wie sieht es eigentlich im Clan aus? Ja, 22 Provinzen. Ihr seid echt nicht schlecht. Müssen wir mal gucken, wie wir uns in den weiteren. Ja, in den weiteren Schlachten. Beziehungsweise in den weiteren Ligen. Weiteren Rängen, wie man es bezeichnen möchte, wie wir uns da schlagen. Ich meine, jetzt hat man ja nicht viel Gegenwehr.
Aber 22, also allein die Tatsache, dass 22 Gefechte geschlagen werden, und ich nehme mal an, ich meine, es sind ja unsere Abonnenten, die gewinnen ja sowieso jedes Spiel. Also, da ordentlich was zusammengekommen, muss man ehrlich sagen. Kann man mit Stolz sagen, dass wir in den nächsten Rang aufgestiegen sind. Ich befürchte aber, dass wir demnächst mal um ein paar Bötchen kämpfen müssen. Beziehungsweise hier um Bötchen freischalten und dann Seeschlachten schlagen. Ja, weil sonst wird das Ganze ein bisschen unmöglich, weil wir müssen unbedingt das hier freischalten, dass wir hier rüberkommen. Und dann ist es eigentlich alles kein Problem mehr. Mal sehen, was. Wer ist schon alles aufgestiegen? Natürlich, Steven. Ich hoffe, dass man es ausspricht, ist aufgestiegen. Brauchen wir natürlich mal einen Nahkampfangriff. Da brauchen wir die Naginata ja am meisten. Und sonst tatsächlich keiner. Da gucken wir jetzt mal aus meiner Armee. Louis W., der sollte auch irgendwann mal aufsteigen. Von Epicness ist auch kurz vorm dritten Rang. First Jog Army ist jetzt endgültig am Arsch. Aber den haben wir auch. Ja, ist doch noch ein bisschen also am dritten Rang. Und die Longyari Yashikaru auch ein Stück vorangekommen. Also es hat sich schon gelohnt. Ist jetzt halt nur einer aufgestiegen. Aber dafür in der nächsten Schlacht umso mehr. Wir haben inzwischen 10 Klarmachungen. Das bedeutet, wir könnten einmal etwas skillen. Das war was Ordentliches. Und ja. Ich denke, das war's dann soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War mal eine spannende Schlacht. Also, normalerweise ist es ja so, entweder verliere ich nach kürzester Zeit oder ich gewinne nach kürzester Zeit, aber es war jetzt wirklich nicht schlecht, muss ich einfach mal sagen. Auch wenn ich jetzt verloren hätte, wäre es eine ziemlich gute Schlacht gewesen. Ich habe ja auch GG geschrieben, habe ich bis jetzt ja nur einmal davor gemacht. Und ja, der Gegner hat auch nicht gequittet, alles wunderbar gelaufen. Ja, dann war es das, denke ich mal, von mir. Ich kann eine Kleinigkeit spoilern für die Abonnenten. Ich weiß ja, nach einer gewissen Zeit schalten die meisten ab und am Ende sind immer nur noch die täuschten Abonnenten dabei. Für die jetzt die, ja, Special News und zwar, darf ich es verraten? Sagen wir so, ein neues Projekt kommt nächste Woche mit Yannick zusammen. Das gab es schon mal. Und zwar kam da die erste Folge exakt an Weihnachten raus und das war ein sehr beliebtes Projekt, wo jedes Mal vierstellige Aufrufzahlen hatte. Jeder Abonnent, der sich ein bisschen auskennt, wird genau wissen, was gemeint ist. Auf jeden Fall, das wird wiederholt, beziehungsweise in verbesserter Variante. Es handelt sich auch um, ja, das Lieblingsspiel, was YouTube betrifft. Meistens schon geforderten, nur diesmal halt im Korb. Und jetzt habe ich eigentlich so viel verraten, dass es jeder weiß. Aber ich meine, am Ende sind ja sowieso nur noch die Leute dabei, die es wissen dürfen. Das wird auf jeden Fall fortgesetzt. Und ja, da dürft ihr euch schon mal drauf freuen. Es wird nämlich dann mein zweites Hauptprojekt. Und ja, das war's dann von mir. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.